Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Max Snake zockt wieder. Max Snake hat versprochen, dass er nicht so viel quasselt. Also geht's direkt weiter. Stierkopfschild abzublocken, das kennen wir doch alles schon. Das wissen wir doch schon. I still remember the look on his face after that one. So. Ich habe bei der letzten Aufnahme ein Level gespielt, ohne zu merken, dass Fraps zwischendurch. Dementsprechend werde ich versuchen, dieses Level gleich nochmal zu spielen. Bis dahin müsst ihr erstmal damit vorlieb nehmen, dass ich gerade schon einen Kern gefunden habe in einem Level, was im Prinzip nur aus einem großen Plateau bestand und eine Riesenschlägerei war. The old world's finished, but the new world's just getting started. Hervorragend. Wir haben einen neuen Bauplatz. Wir können mit dem alten Mann quatschen. Wir fragen den nach den alten Gewürzen, die im Schmelztiegel verborgen waren. Das haben wir eben, wie gesagt, gefunden in diesem großen Plateau. Folks voyaged across the boundless sea to found Ceylandia. It was good living here for a while. Aber guck an. So, in der Schmiede gibt es anscheinend was Neues. Schau mal rein, jawohl, wir haben etwas Fieses. Aufwertungsmaterial für das Reißer-Repetiergewehr, ein stacheliges Knochenbündel. Der Stadt gelang es nie, sie unter Kontrolle zu bringen, der Katastrophe gelang es. Wählen wir aus, machen wir plus 8 Munitionskapazität. Sehr schön. Das ist doch mal erfreulich. Was können wir hier noch nicht benutzen? Etwas Verkohltes für eine bestimmte Waffe. Ja, hervorragend. Gut, weiter geht's. Wir haben hier noch einen Bauplatz frei. Was bauen wir dahin? Eine Destille. Wir haben genau eine Auswahl. Zack, Destille gebaut. Neue Spirituosen eingetroffen, die gucken wir uns gleich mal an. Leichlingsmost plus 10 maximale Gesundheit. In jedem Fall mal sehr nahrhaft. Das können wir jetzt auswählen. Ah, es gibt hier noch andere. Herzhafter Punsch, Wehrwhisky und Zunderstein Starkbier. Okay. Geschwindigkeit bei der Verteidigung, aber ich finde Leichlingsmost ist schon mal ganz cool. So. Und da können wir uns auch noch einen hinsetzen. Da setzen wir uns jetzt die Geschwindigkeit hin. So. Gut. Cinderbrick style sure goes down smooth, then stays in your gut like a rock. Hervorragend. Also, nicht empfehlenswert. Ich werde jetzt mal versuchen. Das ist die Bastion. Arbeiterviertel. Und hier den Schmelztiegel habe ich gerade gespielt. Zwecklos da nochmal hinzugehen, auch das abgefrühstückt. Ich kann da auch gar nicht hingehen. Das tut mir jetzt sehr leid. Dann gehen wir einfach in die hängenden Gärten, würde ich sagen. Und los! In der Schmiede kannst du zwischen Waffenaufwertung wechseln und die besten Kombis finden. The dead welcome him with open arms. Naja, ob das jetzt so unbedingt offene Arme waren oder ob er nicht einfach nur mitten drauf gelandet ist, stell ich mal so. The calamity took everybody after all. Okay. Kid sees a plain, frozen faces all around. Ach je. You don't much care to see him. Not like this. Genau. Deswegen hauen wir sie auch alle weg. So. Wie wir so ziemlich alles weghauen. So. Das macht mich ja gerade ein bisschen stutzig, dass hier keine Gegner sind irgendwie. Aber gut. These folks never saw the calamity coming, but someone did. Someone close. Ups.
Das war dumm. Aber ich wollte doch sehen, ob es einen Geheimgang gibt. Gab's übrigens nicht. Deswegen werden wir uns jetzt hier weiter durchprügeln. Hier stehen noch Menschen. Someone who ain't like Mr. Beckley and his kindly wife. Hm. Ist jetzt immer noch nicht geklärt, was die Calamity eigentlich war, wenn die Leute alle zu. It was someone like him. Oh, der sieht jetzt aber nicht aus wie Asche. Nein, der zwinkert mit den Augen. Also. Sind wir nicht der einzige Überlebende? So. Ach je, was ist denn hier los? Jetzt versuchen wir einfach mal hier den Schildtrick zu spielen, indem wir hier möglichst versuchen, dass die sich gegenseitig irgendwie umpogen. Das ganz hervorragend klappt. Und natürlich diese Verteidigungstürme dumm sind wie Atze. Um nicht zu sagen, wie ein Stück Toastbrot. Nö. So, da hat sich gerade der vorletzte noch verabschiedet und den hauen wir jetzt einfach mal um hier. So. The Thunder Brothers didn't make it. Gleich hier. Oh, was ist das denn? Hab ich mich vorhin beschwert, dass zu wenig Gegner da sind? Wie blöd von mir. They never saw what it was like beyond the walls. Nor did the Bird Boy didn't make it. Aber die Vögel kann man auch einzeln umpogen. So, wo gehen wir jetzt lang? Gehen wir hier lang? Ach, es ist egal, wo wir lang gehen. The Jawsons, they didn't make it. Hier war jetzt auch nichts mehr. Hier lang gehen. Grady Senior, Grady Junior, they didn't make it. Ach hey, das Spiel ist so der richtig melancholisch. Melancholerisch. Da drüben steht er. So, und hier können wir wieder die Dinge kaputt kloppen. So, und da gibt es noch so ein bisschen Tränke. Und da, was haben wir da? Eine Schaufel. Ist das eine Schaufel? Ernsthaft? Eine Schaufel? Nein, ein Ohrsiegel. Nehmen wir mit. Proof enough, that man ain't from around here. Okay, whatever. Wir werden jetzt. Oh. Think, without that man, we wouldn't be here right now, would we? So. Hier noch ein bisschen was kaputt gekloppt, da noch was zerschlagen. Oh, das sieht schon wieder nach einer ganzen Menge Leute aus hier. Zack, zack, zack. Trotzdem. Ach, ob ich das tun muss, weiß ich nicht. Aber den Kern nehme ich mit. Es rüttelt. Erstmal sagen wir, so, ich kann gerade nicht hauen, schlagen, stechen. Ja. Wir haben einen Überlebenden in die Bastion gebracht. Er ist ein proper gentleman, that man. His name is Zulf.
No hiding, he's an Ura. Folks like him ain't never been a common sight in Ceylandia. He's relieved to see a living face or two. The kid and I introduce ourselves in kind. Both to him and to each other for the first time. Ja, ganz hervorragend. Was hat Zulf denn so zu sagen? For Zulf, Ceylandia was like a second home. He's real worried about his first home, too. Far to the east. Naja, das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Ich hoffe, euch dann wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, zockt viel, zockt schön. Und ja, das war's von mir erstmal. Bis dann.